Hallo zusammen, im heutigen Video wollen wir uns einmal Airfryer anschauen, also Heißluftfritteusen, denn die sind besonders praktisch, damit könnt ihr ganz einfach und schnell leckere Gerichte wie zum Beispiel Pommes zubereiten und das auf eine sehr gesunde Art und Weise. Es gibt hier wirklich sehr viele verschiedene Modelle, die auch hierfür sehr viele mögliche Rezepte und Anwendungen geeignet sind, auch sich hier einfach bedienen lassen. Daher wollen wir uns die heute also einmal der Reihe nach anschauen. Also hier die Top 3 der besten und beliebtesten Airfryer, die es auf dem Markt gibt, die auch hier vom Preis her sehr günstig sind und in zahlreichen Tests als sehr positiv bewertet wurden. Wir werden da mal die Vorteile durchgehen, die technischen Daten und auch die Bewertungen und zum Schluss auch hier unseren Vergleichssieger krönen. Alle Links zu diesen Heißluftfritteusen bzw. Airfryern, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut jetzt mal dort rein, klickt mal die Links an. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an, starten durch und zwar mit Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns die Cecotec Full Inox 5500 Pro Heißluftfritteuse. Wir gucken uns die mal kurz an, sie ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet, hat teilweise hier ein Edelstahlgehäuse mit dabei und macht auch sonst einen wirklich sehr guten Eindruck. Sie ist einfach zu bedienen, hat ein sehr großes Fach mit dabei, man kann sie oben ganz einfach dann auch dementsprechend einstellen. Es gibt Touch-Tasten und die Zubereitung ist wirklich super easy und alles schmeckt damit wirklich hervorragend. Und dadurch, dass es sich hier um eine Heißluftfritteuse handelt, ist natürlich auch hier das Essen deutlich gesünder und weniger von Fett behaftet. Also, hat er wirklich nur sehr viele Vorteile und natürlich auch hier für Fleisch gut geeignet, von dem her auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Mit dabei gibt es auch ein digitales Rezeptbuch, was hier sehr viele Gerichte dann auch nochmal hier zeigt, die man ganz einfach hier an der Fritteuse einstellen kann. Wir gehen uns nochmal kurz hier auf die Produktseite drauf, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal direkt auf den Link drauf, dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Der Preis 79 Euro ist hier wirklich sehr günstig, da kann man sich also nicht beschweren, wenn man zum Beispiel auch hier nochmal die weiteren technischen Daten sich dann genau anschaut. Wir haben hier 1700 Watt an Leistung, 5,5 Liter Volumen und auch sonst gibt es hier zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel hier 8 Modis, mit denen man ganz einfaches Essen zubereiten kann. Wir gehen mal kurz auf die technischen Daten ein, da steht nochmal alles drauf, wie die Abmessung, aber auch hier das Gewicht und dann gucken wir uns zum Schluss nochmal kurz die Bewertungen dazu an, die fallen ebenfalls gut aus. Tolle Heißluftfritteuse, die auch hier einiges hermacht, sie hat hier wirklich sehr viele Funktionen und ist perfekt für zu Hause geeignet. Dann gehen wir weiter zu Platz 2 und dort landet bei uns die iGoStar 30PYC Heißluftfritteuse. Auch bei diesem Modell handelt es sich um ein sehr kompaktes Gerät, was hier wirklich sehr einfach zu bedienen ist. Kann man ganz einfach oben einstellen von der Temperatur her und es gibt auch einen eingebauten Timer bis zu 30 Minuten. Dazu eine Orientierungstabelle, wie man was zubereiten kann von der Zeit her und man kann hier ganz einfach den Korb herausziehen und dementsprechend auch hier sehr gut reinigen. Wir haben hier ein 3,5 Liter großes Fassungsvermögen mit dabei. Wir haben ein sehr schönes Gehäuse aus Hochglanzschwarz und die Zubereitung ist hier wirklich einfach und schnell und mit 1500 Watt kann man auch hier wirklich sehr vieles dann zubereiten. Ein Top-Gerät für kleines Geld, das werden wir uns aber nachher nochmal im Detail anschauen. Man kann auch hier natürlich sämtliche Gerichte zubereiten und natürlich auch hier dementsprechend gut kochen. Wir gehen mal auf die Produktseite kurz drauf. Den Link dazu, der gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Gehen wir jetzt mal kurz auf den Preis ein, denn das ist wirklich sehr interessant. Das Gerät kostet aktuell nur 59 Euro, also wirklich eine sehr günstige Heißluftfritteuse, die auch hier zahlreiche 1000 Bewertungen hat, die wirklich sehr positiv sind. Wir gehen mal weiter runter zu den technischen Details. Da können wir noch ein paar schöne Abbildungen sehen von diesem Gerät. Ideal natürlich für Pommes-Zubereitungen geeignet. Und da gibt es nochmal die weiteren Details im Überblick für sämtliche Gerichte, die man damit natürlich hier zubereiten kann. Also sieht soweit wirklich gut aus für den Anfänger oder für den Einsteiger. Ideal geeignet, auch vom Preis her. Und auch die Bewertungen sehen hier wirklich top aus. Ist ein klasse Gerät, super Teil. Und man kann auch hier wirklich sehr gut frittieren damit. Ist also hier wirklich sehr gut für jedermann geeignet. Also wer daran Interesse hat, dann sollte sich die mal anschauen. Den Link gibt es, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf und guckt euch die mal in aller Ruhe an. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns die Kosori CP158AF. Die schauen wir uns auch mal hier im Detail an. Die kommt so daher, hat ein sehr schönes großes Display mit dabei. Wir haben hier seitliche Touch-Tasten und auch sonst macht sie optisch einen sehr guten und hochwertigen Eindruck. Damit kann man hier zahlreiche Gerichte zubereiten. Einfach hier die Auswahl anklicken, da kommt zum Beispiel schon hier Pommes richtig gut raus und auch weite Gerichte könnt ihr damit problemlos zubereiten. Auch Gemüse ist damit möglich und somit könnt ihr hier wirklich ein sehr leckeres Essen dann auch hier machen. Wir gucken uns mal kurz diesen Airfryer nochmal direkt hier an. Auf
der Produkteseite. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf. Der Preis 99 Euro und auch hier gibt es sehr viele verschiedene Farbkombinationen. Also es sollte hier für jeden was dabei sein, was auch hier wirklich ein Pluspunkt ist. Aktuell auch gerade im Angebot zum Black Friday, also hier am besten direkt zuschlagen. Hier nochmal die technischen Daten im Überblick, wie die Leistung von 1700 Watt und hier nochmal die Marke Cosori an sich wurde auch hier ausgezeichnet als sehr gutes Produkt. Man kann damit schneller kochen, besser essen und gesünder natürlich auch leben. Sie hat ein Fassungsvermögen von 5,5 Litern und kann hier wirklich nahezu alles zubereiten. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss noch mal kurz die Bewertungen durch von diesem Airfryer und die fallen ebenfalls sehr gut aus. Wir haben hier ein sehr gutes Produkt, es ist hier sehr durchdacht, punktet auch hier mit zahlreichen tollen Bewertungen und auch sonst ist alles sehr gut. Also unser Vergleichssieger war jetzt hier die Cosori CP158AF Heißluftfritteuse. Wir gehen nochmal kurz die wichtigsten Vorteile für euch durch. Sie ist zum einen mal komplett digital, hat ein LED-Display dran, sie ist spülmaschinenfest, es gibt hier ein Rezeptbuch mit dabei und sie hat zudem noch eine sehr gute Anti-Haftbeschichtung. Also wirklich ein Top-Gerät zu einem guten Preis und es soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links zu diesen Heißluftfritteusen, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein und klickt mal drauf.